Zur Kultur in Steiermark heute. Das Osterfestival der Styriarte Psalm steht heuer unter dem Motto Gastfreundschaft. Welche Bedeutung der Begriff in der Antike hatte, hat sich in der Grazer Helmut-List-Halle bei einem griechisch-römischen Symposion mit dem Burgschauspieler Peter Simonischek offenbart. Und sie schlangen die Arme umeinander und hielten sich umfasst, voller Begierde wieder zusammenzuwachsen. Schon der griechische Philosoph Platon schilderte Gastfreundschaft als durchaus körperlichen und natürlichen Moment. Und so führt die Begierde und das Streben nach dem Ganzen den Namen Liebe. Komponisten wie Debussy, Satie und Alcuin fanden sich fast 2000 Jahre später in antiken Philosophen wieder. Und auch der Psalm zeigt sich in seinem 14. Jahr überzeugt gastfreundlich. Man empfängt Gäste, weil man neugierig ist, was draußen in der Welt passiert. Weil man, wenn man selbst in die Wildnis und in die Welt geht, sicher empfangen sein will. Man wird von seinem Gastgeber bewirtet und man erzählt ihm dafür Geschichten. Und es entwickelt sich ein Austausch und alle profitieren. Das ist das Paradoxon der Gastfreundschaft. Man teilt mit dem Gast und man bereichert sich dabei. Ich finde, jeder von uns hat quasi auch die Verantwortung, dann auch so ein bisschen eine Art von Gastfreundschaft auszuüben, wenn es auch nur im Kleinen ist. Und insofern finde ich Gastfreundschaft etwas sehr Wichtiges. So tourt der Psalm heuer künstlerisch und kulinarisch bis Ostermontag vom Mittelalter über Sardinien bis nach Israel und zeigt auf, dass Gastfreundschaft mancherorts heute noch überlebenswichtig ist. So gibt es in diesen Ländern auch tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis zur Gastfreundschaft. Und deshalb müssen wir uns nicht empören, wenn die Leute hier sagen, was ist los, wie werden wir hier empfangen, ja? Weil bei denen gehört es sozusagen zur Kultur dazu, wenn man in Not ist, gut empfangen zu werden und eine gewisse Zeit versorgt zu sein.